Hallo, heute zeige ich euch an einem kleinen Beispiel, ja, wie man die Stehwelle von einer Antenne einmisst. Ein Beispiel einer President Iowa, etwa 1,10 Meter lang, wenn man alles zusammenrechnet. Oder 1,05 Meter, glaube ich, maximal bloß. Müsste ich erstmal nachlesen. Ich kann es euch dann unten einblenden. Gemessen wird mit Kreuzzeigerinstrument, das heißt, da hat man gleichzeitig auch die Sendeleistung angezeigt. Zum Stehwellenverhältnis mit der Antenne braucht man nicht extra noch kalibrieren und alles. Also easy peasy lemon squeezy, wie man so schön sagt. Also, ja, dann bis gleich. Da bin ich wieder. Gemessen wird bei 27,005 Kanal 4. Das wäre Bandmitte. Ich zeige euch gleich unten das SWR-Meter Nahaufnahme, dann seht ihr das. So, jetzt betätige ich die PTT. Ihr seht etwa 4,5 Watt und eine Stehwelle von etwa 1 zu 1. Dann gehe ich jetzt auf Kanal 40 für die obere Ende des CB-Bandes. So, einen kleinen Moment. So. Das wäre 27,405. Da seht ihr so etwa 1,2 maximal. So. Und bei 41, das untere Bandende, wäre mal auch so etwa 1,2. Das wäre wunderbar. Oder 1,1, wenn ich das richtig sehe sogar. Das heißt, perfekt eingestellt die Antenne. Das ist jetzt nur ein kleines Quick and Dirty Video. Das heißt, morgen kommt dann noch Nachtrag, also später hänge ich einfach jetzt hier mit an. Da kommt nochmal eine Messung, das Ganze im Freien, ohne Gebäude drumherum. Die Messung hier ist jetzt bei mir im Hof. Das heißt, durch Gebäude beeinflusst. Da seht ihr dann morgen, wie die ganzen Messwerte dann sich verändern oder gleich bleiben. Also, bis nach. So, da sind wir wieder. Jetzt im Freien. Ihr seht bei Kanal 4 eine Stehwelle von 1 zu 1. Gehen wir mal auf Kanal 40, das obere Bandende. Soße da. Eine Stehwelle von etwa mal 1,1. Aber auch sehr gut. Das untere Bandende bei Kanal 41. Wunderbar, so soll es sein. Ihr seht, mit so einem Kreuzzeiger ist es sehr einfach, das aufzumessen. Ich gehe kurz raus an die Antenne, dann erkläre ich euch da noch ein bisschen was. Jetzt die zwei Ringe. Die hier, an denen stellt man dann die Stehwelle ein. Ist in meinem Fall jetzt nicht notwendig. Weil, wie gesagt, das sind jetzt die Ringe gesehen. Da muss ich jetzt nichts einstellen in meinem Fall. Und ja, wenn da noch Anpassung nötig gewesen wäre, müsste man die Ringe entsprechend kontern und verstellen und alles. Dann kann man das auch einstellen und dann wieder auf demselben Prinzip wie vorher die Stehwelle messen. In dem Fall hat es ja gepasst. Im Normalfall Kanal 4, Bandmitte. Bei 80 Kanälen ist etwa 27 MHz, 27,005 und das obere Bandende, die 27,405, ist Kanal 40 und 41 ist 26,565, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Dann hat man so die entsprechende Antennenausrichtung, sagen wir mal. Oberes Bandende, unteres Bandende sollte etwa gleich sein, dass man keine allzu große Unterschiede hat. Ansonsten müsste man dann entsprechend die Stehwelle nochmal anpassen an der Antenne über die Konterringe. Ja, geht eigentlich recht fix, wie ihr seht, im Freien draußen.
gibt es halt natürlich auch noch Antennen, die passt man an in Änderung der Länge des Strahlers, nicht über diese Konterringe. Da muss man halt Stück für Stück millimeterweise den Strahler abknipsen mit einem Seitenschneider oder so. Aber ansonsten, Prinzip ist ja da auch dann das gleiche, Längenanpassung. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bevor die Landwirtschaft näher kommt. Der Nachbar macht wohl gerade sein Heu. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Man sieht sich und hört sich. Tschö, tschö.